Hey Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ganz oldschool, cool, oldschool, cool. Genau, geht's los mit Isaac. Ui. Vielleicht habe ich mit dem ja mal wieder ein bisschen mehr Erfolg. Ich wollte erst Glück sagen, aber ich nenne es dann doch mal lieber Erfolg. Ja, oben haben wir gleich schon einen Itemraum. Doctor's Remote. Also, das ist ein Teleporter in einer anderen Farbe. Doctor's Remote? Hatte ich, glaube ich, noch nie. Man findet doch immer wieder was Neues. Und ich habe bestimmt auch noch x Sachen, die ich freispielen kann. Irgendwie. Aber gut, ich werde da jetzt nicht so hinterher hecheln und es unbedingt drauf anlegen. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich würde erstmal gucken. Ist hier unten der Geheimraum? Ja, wunderbar. Was haben wir denn hier? Ah, 3 Münzen. Hat sich jetzt ja nicht so gerechnet. Was mache ich jetzt mit der letzten Bombe, die ich hier noch so habe? Das ist halt die Frage. Ich würde halt schon gerne an die Münzen hier oben dran. Das gibt Knete. Nickel ist immer ganz ordentlich. Jetzt haben wir schon 10. Und ja gut, keine Bomben mehr, keine Schlüssel, aber ja, Boss sollten wir hinkriegen. Ich bin mal gespannt, was diese Remote macht. Ach, okay. Ich dachte gerade, hä, was ist das denn? Da kann ich aber, das ist so ein bisschen, was hat das von Artillerie? Man kann dann quasi zielen, wo das explodieren soll. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Fragt sich halt, wie viel Schaden das machen würde. Boah, das war blöd. Ich habe den schon wieder 2 drüber kommen lassen. Ist eigentlich total easy, dass ich das jemals hier in diesem Spiel sagen würde. Er ist überhaupt kein Problem. Die Fliegen sind höchstens ein Problem, wenn es zu viele werden. Oder man in die Ecke gedrängt wird. Das war auch schon wieder extrem nicht clever. Damage Up wirkt hier Wunder, aber das wirkt ja generell an jeder Stelle in dem Spiel Wunder. Der Kampf zieht sich ein bisschen hin. Aufgrund der 1000 Fliegen, die halt den Schaden blocken. Aber gut, das kriegen wir hin. Hier kriegen wir ein HP ab. Dank des Lunch. Und das war's auch schon auf der Ebene. Gehen wir mal fix weiter. Was haben wir denn hier? Ein paar Spinnen, die eigentlich nicht so sehr ein Thema sein sollten. Ach, wir haben so viel Herzen schon. Das lässt hoffen. So, erledigen. Uah, das war glücklich. Mal schnell hier das Spinnennest erledigen. War auch mal wieder unnötig. Oh Gott. Ja, nein. Das ist doof. Aber solange die da sich ein bisschen aufteilen und nicht alle in meine Richtung springen, ist das alles noch halb so wild. Klappt aber ganz gut diesmal. Die Münze ist jetzt nicht so prickelnd. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist ein bisschen blöd. Eine Bombe haben wir natürlich auch nicht. Oh, nein, 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 nein. Ja, ja, super. Das war, da habe ich echt nicht schnell geschaltet. Na komm. So. Und ich werde natürlich hier die ganzen Haufen wegmachen. In der Hoffnung, die lassen irgendwas fallen. Haufen, die was fallen lassen. Ihr habt das zuerst gehört. Eine Bombe. Immerhin. Schon mal soweit okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass hier der Geheimraum ist. Und jawohl. One up.
Das heißt, einmal werden wir wiederbelebt, Mann! Das ist alles... Oh, das war schade. Ich dachte, ich war da auf einmal so langsam. Oh, das war auch total unnötig, aber hey, warum nicht? Da ist ja auch noch ein Herz, das ich wieder einsammeln kann. Von daher kann mir das relativ egal sein. Das hier ist super doof. Schlüsselkiste und noch ein blauer Block. Und ich komme an nichts dran. Gut, ich gamble hier mal ein bisschen. Ich bräuchte eine Bombe. Eine Bombe würde mir schon reichen an der Stelle. Na komm schon. Jetzt erzähl mir nicht, ich verballer hier 12 Münzen. Oder ein bisschen mehr. Und krieg hier nicht eine Bombe aus dem Automaten. Ach Mann. Komm schon! Gib mir eine verdammte Bombe! Bitte! Das ist doch wohl nicht wahr. Cool, jetzt können wir noch 1000 Mal Münzen reinwerfen. Eine Bombe! Oh mein Gott, das glaube ich nicht. Das ist ja unglaublich. Gut, dann machen wir da mal den blauen Block weg. Genau. Kriegen dafür sogar 2 blaue Herzen. Können die Kiste hier öffnen. Da gibt es eine Pille, die macht was? Tierstar. Oh Gott, ja. Und einen Schlüssel haben wir da noch. Das hat sich doch schon echt gelohnt. Die Frage ist, gehe ich jetzt wieder zum Automaten? Und hau da auch noch meine anderen Münzen rein. Oder hebe ich mir die lieber auf für später, um dann in den Shop gehen zu können. Ich hätte sie mir aufheben sollen. Okay, da haben wir zumindest ein Herz rausbekommen. Immerhin. Tears Down. Ja gut, die hätte ich gar nicht einsammeln müssen. Das habe ich schon aus Reflex eingesammelt. So, auf jeden Fall können wir in den Itemraum. Und hier gibt es Mutant Spider. Quadshot. Ist gar nicht mal so unpraktisch bei Tears Down. Dann hoffe ich mal, es kommt ein dicker Boss. Oh ja, du bist ein super Kandidat. Oh, du schießt aber echt langsam. Liegt das jetzt am Tears Down? Wow. Oder am Quadshot an sich. So viel Zeug, was hier rumläuft. Und rumfleucht und rumkriecht und überhaupt. So. Weil ich mit dem Quadshot kann das, glaube ich, noch was werden, durchaus. Yeah. Mann! Was macht... Oh, ja, ist klar. Ist klar. Du mich auch spiel. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir hier Tears Up. Oh ja, das konnte das. Liberty Cap, Tears, nee, Moment. Liberty Cap, war das jetzt auch Tears Up? Keine Ahnung. Two of Hearts, ja, eine Bombe. Wunderbar. Dann gucken wir mal hier, was könnten wir denn... hallo, Krampus. Und dann bin ich auch noch so dick. Und werd dann noch eher von seinen Schüssen hier getroffen. Mann. Gott. Kann man das irgendwie auslösen? Muss man da einfach nochmal drauf drücken oder wie? Also ich meinte jetzt diese Bombe. Oh. Das war glücklich. Das war auch glücklich. Na komm. Geht doch. Jawohl. So
So, ein Herz gibt's und My Xmas Present. Naja, das war jetzt alles nicht so toll. Aber, ja gut. Wir haben eine Bombe, wir haben Schlüssel, sieht soweit ganz gut aus. Wir haben auch noch 4 Herzen. Von daher, Tour of Hearts haben wir als Item. Darauf kann man doch durchaus aufbauen. Hier kommen wir auch gleich in den Itemraum. Game Kit. Ja gut, was war das nochmal? Aber auf jeden Fall, ich mag diesen... Ich mag das andere Item nicht. Nee, ich mag das einfach nicht. Wow. Schüsse fliegen auch ganz schön langsam. Oder täuscht das, weil das so viele sind? Hey, das war doch mal total einfach. Der hat sich jetzt selbst gesprengt, oder? Sah auf jeden Fall so aus. Hier ist auf jeden Fall der Quatschshot ganz nett. Oh ja, komm schon. Ah, verflixt. Gut, da hätten wir eine Bombe. Ist okay. Oh, das ist ja mal... Das sollte man echt nicht unterschätzen, wenn man so groß wird. Und wie viel leichter man dann getroffen wird. Jetzt bin ich auf einmal klein. Jetzt bin ich wieder normal. Okay, ich steige da jetzt wieder groß und gleich wieder klein. Jedenfalls nicht ganz. Ja, nein. Oh Gott, das war Profi bei der Arbeit. Ich hätte auch schon längst hier Tour of Hearts benutzen können, sollen, dürfen, oder? Aber ich könnte ja theoretisch auch noch Herzen finden. Von daher... Ach nein, ich habe mich verdrückt, scheiße. Das wollte ich gar nicht benutzen. Ah! Der Knockback war mies. Da war natürlich gleich die Fliege im Weg. So mag ich das nicht. So. Die Bombe ist da ganz gut explodiert. Dann können wir nämlich die 2 Bomben mitnehmen. Und da haben wir nur noch 2 Herzen. Was ein Jammer. Hallo, Vras. Vras, ich würde gerne... Wieso bin ich da hängen geblieben? Ach, das sind auch diese... Diese blauen Blöcke sind auch schwer zu sehen. Geht das nur mir so? Oder geht das euch auch so? Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Jawohl. 2 Bomben, aber nur 1 Münze. Was machen wir? Das ist halt die Frage jetzt. Hier unten, oder nee, ich würde eher sagen, hier oben könnte ein Geheimraum sein. Ist leider keiner. Ein Herz haben wir. Oh, das könnte durchaus ein kurzer Run werden. Aber noch bin ich nicht tot. Eine Kiste. Okay, was haben wir hier? Child's Heart. Na gut, das war jetzt nicht unbedingt so praktisch. Ich würde mal sagen, gut, das ist auch nichts. Liberty Cap. Ich nehme mal das Herz. Hier Bomben haben wir noch. Da müsste ja eigentlich der Geheimraum hier sein, oder? Tatsache. Hat mich nur 3 Bomben gekostet und wir kriegen dafür mein Little Unicorn, was ich auf jeden Fall mitnehme. Weil ich bin gern unverwundbar. Wobei, der Gameboy macht mich auch unverwundbar. Frage ist jetzt nur, welches von den beiden Items ist stärker? Jetzt muss ich hier gleich echt mal ein bisschen aufpassen. Gucken wir, wen haben wir da? Pestilenz. Oh ja, genau, Pestilenz. Ich mag dich ja auch. Oh nein. Wow.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich benutze das einfach, wenn ich in irgendeiner Ecke bin und dann nicht mehr rauskomme, ohne getroffen zu werden. Dann machen wir das nämlich so. So, Cube of Meat. Okay. Ein Herz, noch ein Herz. Oh, wunderbar, 5 Herzen haben wir insgesamt. Damit kann man doch auf jeden Fall arbeiten. Vorausgesetzt, ich habe auch die Herzen. Ansonsten, na, nicht so ganz. Boah. Das ist auch ein super Gegner hier für einen Quadshot. Da muss man sich schon anstrengen, den nicht zu treffen. Alles klar, kein Schlüssel, schade. Ansonsten, wir können da überall hin. Gut, ich gehe erstmal hier runter. Geht doch. Ein Herz. Perfekt. Hier ist auch schon Ende. Gut, dann gehen wir mal hier links rein. Ha. Gut, das hat auch funktioniert. Noch eine Bombe, aber immer noch kein Schlüssel. Was ich schon ein bisschen doof finde. Das jetzt so clever war, die ganzen Fliegen da rauszuhauen. Sieht auf jeden Fall noch ganz okay aus, soweit. Ach, die sind so schnell. Muss man die erstmal treffen. Cool, eine Pille. Die Pille macht Teleport. Ja gut, das war jetzt nicht so toll. Nehmen auf jeden Fall hier die Münzen mit. 14 haben wir, aber es fehlt immer noch der Schlüssel. Kein Schlüssel weit und breit. Gut, das hier ist Olores. Dann gehen wir einfach mal weiter. Da oben ist nur so ein oller Opferraum mal wieder. Die Kiste würde mich zwar auch interessieren, aber Itemraum hat Vorrang. Ja, ich weiß, ich habe keinen Schlüssel hier. Ja, genau. Und natürlich ist da ein Schlüssel. Genau da. Alles klar, gut. Dann gehen wir hier rein. Dann ziehen wir uns jetzt Schlüssel aus dem Automaten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich tendiere ja mal eher zu Nein. Vor allen Dingen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dieser Automat so toll ist. Bisher hatte ich mit dem mit dem anderen lief es bisher besser. Blaues Herz, okay. Dann ignoriere ich jetzt einfach mal den Shop. Ich meine, ohne Schlüssel wird das sowieso nichts. Ich könnte mir das zwar aufheben, die Knete, für den nächsten Level, aber nee. Und wir haben auch 5 Bomben. Wenn ich dann hier meine Münzen rausgeballert habe, spreng ich die beiden Automaten. Und ich glaube auch den Typen da in der Mitte mal wieder. Ui, jetzt gibt es natürlich einen Schlüssel. Immerhin, dann gibt es halt so einen Schlüssel von mir aus. Das war jetzt nicht so toll. Aber gut. Ein paar Münzen, ja, ist okay. Aber hätte ich auch drauf verzichten können. So. Dann, was haben wir hier? Hallo. Infestation. Wenn ich mich recht entsinne, wenn ich getroffen werde, dann spawn fliegen. Wie im echten Leben. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, aber hey. Die sind mir jetzt egal. Dafür gebe ich jetzt nicht meine blauen Herzen auf. Ah, ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Da waren es. Das waren die blauen Herzen. Ja, super. Okay. Hallo. Ach, die Fliegen sind super. Ich mag die Fliegen in diesem Spiel. Da braucht man gar nicht mehr zielen. So, mit den 4 Bomben könnten wir vielleicht noch mal schauen. Die Frage ist jetzt nur, wo könnte denn hier noch ein Raum sein?
Vielleicht da. Oder vielleicht hier. Oh, perfekt. Gut. Und was gibt's hier? Hohe Leber. HP ab. Nehme ich definitiv. 6 Herzen. Kommt mir das nur so vor oder fliegen die Schüsse immer langsamer? Wahrscheinlich habe ich nur einen Knick in der Pupille. Das wäre nicht das erste Mal. Vermutlich auch nicht das letzte. The Fallen. Hallo, The Fallen. Ich benutze mal hier den Teufel. Eieiei. Also er sollte kein Problem... Dann machen wir das halt so. Nein! Nicht reinlaufen. Das ist so super nervig mit den langsamen Schüssen. Damage und Tears, okay. Das ist jetzt schon ein bisschen fixer. Das ist schon angenehmer. Gut, dann sacken wir mal die Herzen ein. Und ich werde gleich auch noch hier das halbe mitnehmen. Genau. Dann sind wir auch wieder voll. Und weiter geht's. Nach wie vor Schlüsselmangel. Eine Bombe. Okay, ist jetzt nicht so toll. Oh Mann, ich hätte einfach hier dieses blöde Fass da sprengen sollen. Genau. Das war eine Sackgasse. Da unten kommen wir nicht rein. Dann können wir jetzt nur noch hier lang. Das ist ja auch... Ich finde diesen Raum ganz schön überflüssig. Ja, gut, das hat was von Bomberman. Ist wahrscheinlich auch eine Referenz. Aber trotzdem bin ich da kein Freund von. Oh, da haben wir einen Block. Das reicht nur leider nicht. Egal, da unten sind ja auch noch zwei Bomben. Das gibt eine Kiste. Da sind nur normale Herzen drin. Na gut, das war jetzt nicht so toll. Mich zieht es nach Norden. Gucken wir mal, was es hier im Norden gibt. Sind im Norden alle ganz schön kopflos. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen und kommentiere das nicht weiter. Oh, hallo. Hallo, genau. Mach du das mal so und das war knapp zugegeben. Wieder eine Bombe. Ich will einen Schlüssel, Mann. Ich will in einen Itemraum. Mann, ey, was ist das denn? Ich glaube, ich erledige erstmal hier die normalen Gehirne. Das extra saftige da hinten, das hebe ich mir für den Schluss auf. Da haben wir Schlüssel. Warten wir mal kurz, bis das weg ist. Genau, dann kurz mal zurück. Und mal fix da unten gleich rein. Attackfly. Ich habe es momentan mit Fliegen. Ist auf jeden Fall eine interessante Mischung, was wir hier haben. So, und dann. Was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen erst da in der Mitte runter. Bevor wir dann da rechts nochmal schauen. Ist halt der direkte Weg hier. Sind hier echt alle ganz schön kopflos. Da hätten wir noch so einen blauen Block. Ich sag jetzt blau. Ist das blau und ist es eher so, keine Ahnung, steinig? Ich weiß es nicht. Aber das hat sich auch gelohnt. Super. Oh nein, ihr Hirnis. Ich mag euch Hirnis nicht. Das war glücklich. Komm schon. Aber ich wurde noch nicht getroffen. Wow. Das war überhaupt nicht knapp gerade. Dass ich
dass ich da so durchgekommen bin. Das hat mich jetzt aber schon gewundert. Das ist nur eine normale Kiste. Bevor wir dann da rechts mal schauen, kurz mal hier die Feuer ausmachen. Die geben uns da leider jetzt nichts. Das ist schon ein bisschen blöd. Die Fliegen waren da auch sehr blöd positioniert. Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Wir können da rechts hin. Fehlen auch noch ein paar Münzen. Und Schlüssel sowieso. Oh Gott. Ganz schnell töten. Und sich nicht treffen lassen. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht gibt es hier was. Nee. Gut. Dann. Das hier ist noch ein bisschen verdächtig. Auch nicht. Gut. Zwei Bomben haben wir noch. Eine werde ich jetzt nochmal benutzen. Hier unten. Auch nicht. Gut. Ja, die letzte hebe ich mir dann auf. Da gingen jetzt einfach zu viele Bomben für drauf. Wen treffen wir jetzt? Monstro 2. Das könnte natürlich schon ein bisschen blöder werden. Ah, von dir sollte ich mich nicht treffen lassen. Das könnte extrem blöd werden. Oder ich könnte extrem kurzes Leben haben. Na, da bin ich noch reingelaufen. Das wäre auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Aber es ist ein super Ziel. Mal abgesehen. Oh Gott, jetzt geht er hier. Jetzt macht er ein Problem. Nein, 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 nein. Oh, Hilfe. Gut. Mach ich das so? Bin ich mal ganz lame? Münzen, ein halbes Herz, immerhin 2,5. Okay, da könnten noch ein paar hinzukommen. Auf deiner Seite, ich kann mir natürlich jetzt auch die ganzen Herzen holen, die da noch liegen. Wäre blöd, da wäre ich schon blöd, wenn ich das nicht machen würde. So, hier ist noch eins, genau, da haben wir noch ein halbes und da links liegt dann auch noch eins. Sogar zwei, aber das reicht auch so schon. Nicht immer so übereifrig sein und gleich weiter wollen, sondern lieber noch mal einen Gang zurückschalten und zurückgehen. So, jetzt bitte keinen Mist bauen. Wäre das möglich? Nur einmal. Am Anfang ist das nicht so wild. Aber jetzt so gegen Ende tut das schon etwas mehr weh. Das lief ja erstaunlich gut. Und mich zieht es erstmal wieder nach links. Hallo, ach Gott. Ja, ja, mach du mal. Ah, da. Ich hab's aber auch mit hängen bleiben. Ich würde dich gerne treffen. Wäre das möglich? Sollte es doch eigentlich kein Problem sein. Wenn da alle Schüsse treffen, dann bist du ganz fix erledigt. Ist auch ein ganz toller Kandidat. Ach, hallo. So. Uah. Aufpassen. Ja, das war... fragwürdig, sage ich es mal so. Aber gut, ein Herz kriegen wir wieder.
Das ist schon mal noch ganz okay soweit. Uah. Ihr seid doch extrem doof. Cool, zwei Herzen und noch eine Pille. Was machst du? Oh no, ach ja, gut. Ist jetzt nicht so wild, solange ich das mitbekomme. Da würde ich sogar, na, vorher würde ich da noch rangehen. So kurz vorm Ende. Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Hätte ich mehr Schaden, hätte ich das gemacht und ich hätte, ja. Dafür hätte ich natürlich auch noch einen Schlüssel gebraucht. Die Fliegen retten mir ganz schön oft den Hintern. Im Sinne davon, dass ich durch die nicht getroffen werde. Na komm. Ja, wunderbar. Bombe, an die kommen wir nicht dran. Brauchen wir Schlüssel für, aber ist auch egal. Dafür würde ich sowieso keinen Schlüssel raushauen. Oh, das ist wieder meine Freunde. Meine ganz speziellen Freunde sind das. Und er hat mich trotzdem erwischt. Ich war doch schon drüber. Was soll das? Speeddown. Genau, das habe ich auch gebraucht. Läuft alles nach Plan. Eine Bombe. Mann, was mache ich denn jetzt damit? Ah, ich gucke erstmal da ganz rechts. Vielleicht brauche ich die noch für den Raum. Das sieht jetzt nicht so danach aus. So, der eine ist schon mal weg. Und der andere folgt zugleich, will ich mal hoffen. Ach, verdammt. Hier tut jetzt jeder Treffer weh. Gut, das Herz ist halt bisschen unpraktisch an der Stelle. Ich probiere einfach mal da. Nee, geht nicht, verdammt. Ich könnte natürlich das Einhorn benutzen, um dann darüber zu gehen. Auf der anderen Seite, ja gut, ich gehe dann mal hier rüber und benutze mal den Automaten. Münzen, die jetzt nicht so toll sind. Das ist echt eine Spielsucht von mir. In diesem Run. Mir fehlen die Schlüssel für Shops. Also verballer ich meine ganze Knete hier am Automaten. Na komm. Ja, ist okay. Ist nicht toll, ist okay. Müsste ich nur noch das Herz einsammeln, ohne getroffen zu werden. Wunderbar. Oh ja, das ist auch toll. Das mal fix erledigen. Jawohl. Schlüssel. Okay. Ach nee, nicht meine Freunde hier wieder. Ah, ich bin so langsam. Ich bin zu langsam, der Teufel. Das da probiert? Ich glaube, ich habe es da probiert, oder? Ja, ich habe es da probiert. Ich erinnere mich. Das ist natürlich jetzt auch ganz toll. Ich habe so viele Herzen, aber nur in der Theorie. Um es mal so. Oh, ja, genau. Am besten sterbe ich jetzt hier noch. Das wäre natürlich perfekt. Oh, hallo. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Anderthalb Herzen. Ah, gute Nacht. Ich würde dich gerne treffen. Wäre das möglich? Ja, danke. Gut. Nochmal eine Attack Fly. Die wird mir jetzt aber auch nicht den Hintern retten. Ach Mann, das sind aber jetzt denkbar schlechte Voraussetzungen.
Ja. Das wird mich jetzt auch nicht retten. Oh Gott. Oh Gott. Mach schon. Ich hab's kommen sehen. Das ist so blöd. Ein Versuch haben wir ja noch. Dank des einen Lebens. Das könnte vielleicht mit ein bisschen Glück. Au! Redet man einmal von Glück? Ich muss mich eigentlich komplett hier auf diesen blöden Fuß konzentrieren. Boah, das ist. Das war echt. Echt Knappikowski. Verdammt. Es ist aber auf jeden Fall noch machbar. Es ist noch machbar. Ich muss mich wirklich hier auf diesen verdammten Fuß konzentrieren. Wenn ich vom Fuß getroffen werde, okay. Solange mich kein anderer Gegner hier trifft. Oh, das könnte jetzt extrem unangenehm werden. Nein. Komm schon. Wow. Das war ja ein Krampf. Ich mein Kampf. Pillen. Jetzt brauche ich Pillen. Aber nicht Tears Down, Tears Up. Ja. Speed Down brauche ich auch nicht. Tears Up brauche ich aber. Ja, das ist schon mal super. Ja, das, damit kann ich arbeiten. Zwei Herzen und ein blaues Herz. Okay. Mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Ich bin da jetzt nicht großer Hoffnung. Aufgrund, dass ich so wenig Herzen habe und hier noch nicht so oft war. Aber es ist mit ein bisschen Glück und ein paar Fliegen. Cancer. Ich nehme jetzt einfach mal den Krebs mit. Andere wollen den besiegen. Ich sammle den. Ja, das ist okay soweit. Und da haben wir einen Schlüssel. Der ist doch schon mal sehr, sehr nett. Die Frage ist jetzt, ich glaube, ich möchte lieber zum Itemraum. Die Frage ist, komme ich da hin? Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, na, ich spreng das und hole mir die Kiste und vielleicht ist da ja noch ein Herz drin. Tears Up ist da drin, okay. Will ich mich jetzt nicht drüber beschweren? Moment, was war denn da nochmal? Ach nee, da war ja, okay, ja, das habe ich da am Anfang ausgetauscht. Gedächtnis und so. Gott, wie ich das nicht mag. Das ist ja super doof. Kann ich den überhaupt erledigen, wenn ich auf den schieße? Na komm, ja, das ist eigentlich auch relativ simpel. Oh, noch ein Herz. So viel zum Thema simpel. Och nö, nicht ihr hier. Aber dank den Fliegen ging das hier nochmal gut. Du bist mir egal, weil ich kann eh nicht zu dir. Was mit euch? Ist gar nicht mal so blöd, dass hier so ein Fels ist. Da kann ich mich dahinter nämlich schön verstecken. Kiste. Ah, eine Pille. Ja, Tears Up. Jetzt kriege ich hier ständig Tears Up. Toll. Wie schnell sind die denn? Oh, verdammt.
Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, die Kombination ist echt böse. Die Gehirne und dann die Typen, die hinter einem herlaufen. Ach, da läuft man ganz schnell auf das, was auch immer das sein soll. Blut? Na gut, aber das lief eigentlich recht gut. Jetzt hatte ich am Ende so viel Tiers ab, aber keine Herzen. Schade. Echt schade. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.